Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir scheinen den Tag abzuschließen, wie wir ihn begonnen haben. Und ich würde bei Frau Tegmeyers Bauchgefühl anknüpfen wollen. Wir hatten es heute früh, wir hatten es gestern, letzte Woche, letzte Sitzung, letzten Monat, letztes Jahr. Sitzungszyklus für Sitzungszyklus. Kein Tagesordnungspunkt ist nicht geeignet, um irgendwie auch zum Lieblingsthema von Herrn Tarzen mit hineinzugerätschen. Meine hat ein wunderschönes Muster, in der Tat. Das Pöbeln bringt Sie nicht weiter. Ich weiß aber, dass Sie genau diesen Stil versuchen, ins Volk zu tragen. Einen Moment, Herr Minister. Also, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich erkläre es an dieser Stelle wieder. Wenn die Glocke erklingt, ist es zu laut. Und das heißt, es ist dann Ruhe. Eigentlich hoffe ich immer, dass der Redner nicht unterbrechen muss, weil für manche ist es echt schwierig. Von daher erwarte ich auch nicht, dass man da unterbricht. Aber offensichtlich ist jetzt die Emotion wieder so hochgefahren, dass es jetzt nicht geht. Ich bitte doch wirklich darauf zu achten, wenn die Glocke erklingt, das als Zeichen zu nehmen, es ist zu laut. Jetzt ist es leise genug und der Minister kann in seiner Rede fortfahren. Herzlichen Dank. Ich knüpfe gerne an. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kenne Diskussionen dieser Art. Zum Beispiel beim Thema Windkraft habe ich in den Jahren 14, 15 auch in diesem Hohen Hause spannende Diskussionen geführt. Und die Frage ist immer, warum ich einen Staatsaufbau über mehrere Ebenen habe. Brauchen Sie keinen Kopf zu schütteln. Kleine Staatsorganisationskunde. Wir haben eine gemeindliche Ebene, wir haben eine kreisliche Ebene, eine Landes- und eine Bundesebene. Es gibt Dinge, die sind in der gemeindlichen Ebene, wenn man ehrlich ist, nicht händelbar. Und es gibt Dinge, die sind auf der Bundes- oder Landesebene, wenn man ehrlich ist, nicht händelbar, weil sie entweder sehr kleinteilig, sehr viel Ortskunde voraussetzen oder eben auch Planungen, Organisationsgrade, die über den einzelnen Gemeindebereich hinausgehen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben eine gemeinsame Herausforderung, in der Tat, ja, und die bringt uns momentan durchaus auch an Grenzen, völlig unstreitig. Gleichwohl würde ich Herrn Sagers Einschätzung hier an einigen Stellen teilen und bin immer ganz beruhigt, dass die Landräte hier im Lande selbstverständlich und zu Recht sagen, wir sind angespannt, wir brauchen auch Veränderungsprozesse, die die Bundesregierung im Übrigen begonnen hat mit verschiedenen Gesetzespaketen im letzten Jahr, die wir auch begonnen haben mit sehr klaren Grenzkontrollen an der deutsch-polnischen, an der deutsch-tschechischen Grenze. Aber wir haben weiterhin ein Grundgesetz, das uns in die Pflicht nimmt und wir haben in der Tat einen Verteilungsmechanismus, der vom Bund über die Länder und dann auf die Landkreise Verteilungen vornimmt. Und ich bin überzeugt davon, dass die kreisliche Ebene, kreisfreie Städte nehme ich außen vor, weil die an der Stelle dann ein Stück weit bei sich selber planen, dass die kreisliche Ebene für den hier erforderlichen Verteilungsmechanismus der richtige Ansprechpartner ist. Im Übrigen, das entsprechende Landesgesetz lässt dann, wenn ein Landrat selbst keine Unterkünfte mehr hat, auch eine Verteilung auf Kommunen zu. Ob das tatsächlich aus Sicht der vielen Kommunen der wünschenswertere Weg ist, da habe ich große Bedenken. Zurück zum konkreten Sachverhalt. Sie sehen den Landkreis an der Stelle, ich glaube, Sie sagten unorganisiert oder fragenstellend. Ich erlebe den Landkreis Lutte-Susbarchien bei diesen Maßnahmen der letzten Monate und Jahre als extrem gut organisiert. Ich erlebe einen Landrat, der in der Tat das Rückgrat besitzt, in die jeweiligen Bereiche zu gehen, der vorbereitet kommt, der darauf hinweisen kann, welche Maßnahmen er ergreift, um medizinische Versorgung sicherzustellen, der den Nahverkehr im Blick genommen hat, gerade wenn ich größere Einrichtungen habe, die dezentraler liegen und in die Zentren eingebunden werden müssen. Ich erlebe, dass er sehr klar auch auf die Amtsbereiche schaut. Ich sehe, dass er sehr klar bei den Einrichtungen, die bisher entstanden sind, eben keine neuen, wie von Ihnen jetzt wieder mantraartig vorgetragen, Kriminalitätsschwerpunkte schafft. Und wenn Sie denn schon selbst auf UPA rekurrieren, dann ist das ja auch ein Beispiel dafür, wie am Anfang große Sorge besteht, wie wir übrigens in Veranstaltungen genau mit diesen Sorgen auch umgegangen sind. Und die polizeilichen Zahlen, auch das gehört dann zur Vollständigkeit dazu, von Ihnen im Übrigen hier erfragt und deswegen auch öffentlich hier mitgeteilt, die polizeilichen Tätigkeiten rund um UPAL eben keine besondere Auffälligkeit nachweisen. Deswegen lade ich auch herzlich dazu ein, nicht erneut permanent das Mantra angeblich permanenter Straffälligkeiten im Umkreis solcher Gemeinschaftsunterkünfte hier vorzutragen. Dafür gibt es keine Grundlage in den Gemeinschaftsunterkünften dieses Landes. Und weil das Land die Aufgabe mit einem Landesgesetz seit vielen Jahren auf die Landkreise überträgt, halte ich es auch für richtig, dass man jetzt nicht anfängt, in jedem Einzelfall dann aus dem Landtag heraus auf einen einzelnen Punkt zu tippen und den Landräten dann, wenn sie die Aufgabe insgesamt übernehmen und abarbeiten, in Einzelfällen aber immer wieder sagt, was da nicht geht oder anders sein muss. Was wir erwarten dürfen, und das hat der Landrat hier vorbildlich getan, dass er in die Region geht, dass er informiert, dass er die Leute mitnimmt, dass er klar Rede und Antwort steht.
Dass aber nicht alle Beifall zollen, kennen wir auch aus anderen Maßnahmen. Das ist jetzt nichts, was untypisch wäre. Und umgekehrt, weil Sie den Paragraphen 246 ansprechen, ein Bundesgesetz, von dem Sie sagen, wir mögen bitte davon nicht Gebrauch machen. Das kann der Landkreis im Übrigen selbst. Er kann selbst auf die verschiedenen Absätze des Paragraphen 246 mit seiner Baugenehmigungsbehörde Bezug nehmen, die in der Tat zeitlich befristete Unterbringungsmöglichkeiten in Gemeinschaftsunterkünften erleichtern will. So war die Absicht des Bundesgesetzgebers schon 2015 und 2016 und so ist sie auch in den aktuellen Jahren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Überforderung der Kommune versucht der Landrat gerade durch die Maßnahmen, die er auch vorgestellt hat, zu vermeiden, indem er eben mit einem Dorf-im-Dorf-Konzept, mit gut organisierten Rahmenbedingungen für all die Fragen, die ja berechtigterweise auftreten, entsprechend kommt und dafür Sorge trägt, dass viele Diskussionen, die wir in Upal erlebt haben, dem Grunde nach noch früher abgefrühstückt sind, weil er entsprechend deutliche Signale gibt. Und zu guter Letzt, die Landespolizei hat noch einmal an keinem der Gemeinschaftsunterkünfte genau solche Probleme beschrieben. Und wenn Sie anderthalb Stunden gewartet haben, tut mir das A leid und B gehe ich davon aus, dass es dann kein Sondereinsatz gewesen ist, sondern Sie sagen, ich hatte eine Beschädigung, die wollte ich anzeigen. Och. In Notfällen, da bin ich überzeugt, Herr Kramer könnte das viel besser darlegen als ich, dass wir an der Stelle dann auch bei den entsprechenden Kategorisierungen von Einsätzen bei Notfallsituationen sehr kurzfristig in jedem ländlichen Raum auch vor Ort sein können. Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Zwischennachfrage. Ich weise nur darauf hin, dass wir schon eine Minute drüber sind. Bitte schön, Herr Fraktionsvorsitzender Kramer. Frau Präsidentin, vielen Dank, Herr Minister. Sie sprachen in Ihrem Redebeitrag davon, dass es natürlich auch eines gewissen Konglomerats von Maßnahmen auf Landes- und auf Bundesebene bedeutet, diese Migration zu begrenzen. Das ist meine Frage ganz konkret an Sie. Wie bewerten Sie, dass die Bundesregierung im vergangenen Jahr, im Kalenderjahr 2023, 1,5 Millionen Euro an Steuergeld an die sogenannte zivile Seenotrettung ausgereicht hat? Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich schaue mir diese Zahlung gerne an, bin da aber persönlich entspannt, weil sie zumindest nicht aus der Mecklenburg-Vorpommerschen Kasse kommt. Solange ist es nichts, was meine Haushaltsmöglichkeiten einschränkt. Zweitens, Seenotrettung an sich zu unterstützen, da sind wir uns hoffentlich einig, ist keine Dramaturgie. Ich denke, Sie stellen eher dann auf die speziellen Sachverhalte im Mittelmeer ab. Auch da habe ich den Eindruck, dass wir durchaus ein differenzierteres Bild in Deutschland haben. Wir müssen mal aufpassen, dass wir nicht am Ende Schlepperorganisationen unterstützen und wohlhabender machen. Aber Menschen in Seenot ertrinken zu lassen, scheint mir auch keine Alternative. Und den Spagat, den Bundespolitik da gehen muss, der ist kein leichter. Danke sehr. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Der Minister hat die angemeldete Redezeit um 2 Minuten über.